Willkommen zurück zu Bioshock, meine lieben Freunde. Ja, wir sind ja hier jetzt bei der Verlosung. Okay. Mal sehen, was wir da als Gewinn holen könnten oder gewinnen können. Mal schauen. So, schauen wir mal hin. Nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister, Mister. Oh, wir können uns hier was holen. So, was hast du für mich? Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Der erste Wurf. Hä? Bitte, bitte, bitte nicht. Ich weiß, es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein. Was soll ich da jetzt machen? Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Okay, das sind mal... Oh, da habt ihr ja einen ganz schüchternen Moment. Da ist er! Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange dem falschen Hirten macht? Und falsche Hirten haben in unserer Herde nichts zu suchen. Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs! Wow! Okay. Jetzt geht die Action ja gleich los hier. Und Mist, ich hab meine... Moment. Bevor die Action jetzt richtig losgeht, ich muss mal schauen, wie die Tastenbelegung ist. Verdammt nochmal. Nahkampf. Sprint an, Sprint aus. Gehen, F benutzen. Nahkampf. Navigationshilfe. Kraft 1, Kraft 2. Waffe wechseln mit E. Ah, da, okay. Dann machen wir doch was Schönes draus. Wir haben nämlich eine schöne Maus. Dann setzt man das einfach auf die Maus. So. Änderungen speichern, jawohl. Oh yeah, oh yeah. Wenn du einen auf den Gegner siehst, kannst du V gedrückt halten, um ihn zu erledigen. Ja, wunderbar. Das hätte ich vielleicht ein bisschen früher wissen müssen, aber wir haben das Ganze ja umgestellt auf die Maus, auf die vierte Maustaste. Damit geht's für mich persönlich leichter. Und ja, machen wir weiter. Holla die Waldfee! Holla die Waldfee! Sapralotte! Ja, jetzt wissen wir wenigstens, warum das Spiel ab 18 ist. Ah, schaut euch mal das an. Schön blutig, jetzt geht's los! Haha! Ja, der falsche Hirte kommt! Komm her! Oh, die haben auch was dabei. Doch immer gut. Die Sauna habe ich vergessen einzusammeln. Gesundheit ist auch nicht schlecht. Sehr wichtig. Was?
Hey, von Schusswaffen war hier gar nicht die Rede, ey. Leute. Nicht so unfair, bitte. Hier, bewacht das Tor! Da ist was zu tun! Wow! Yeah! Jawohl. Jetzt haben wir eine Pistole, mein Freund. Jetzt geht's besser. Gesundheit sehr wichtig hier. So, damit beschäftigen wir uns dann später. Oh Mann, ey. Die Taste, du. Der Dreckskerl ist im Park! Hahaha! Jetzt schießt die für mich! Die Waffe! Du hast es drauf angelegt! Jawohl, ja! Alter Schwede! Schönes Ding. Popcorn? Kein Popcorn da? Also ab und zu die Einstellung ist ein bisschen komisch hier. Weil hier liegt eine Waffe, die kann man nicht irgendwie einnehmen. Schade eigentlich. So. Ja, die Action die ist schon mal gut. Ey. Macht schon Spaß. Macht die Maschine doch glatt die Arbeit für mich. Das ist doch schön. Sehr gut. Ich hoffe nur, dass es sich nicht irgendwann mal rächt. Du kannst keine Medipacks speichern. Hab ich dich! Boah. Ja, komm her. Schönes Ding. Nahrung braucht der Mensch. Ah, okay. Also die Geschäfte laufen da bestimmt nicht gut, wenn man nur so wenig drin hat. Oh naja, okay. Wir sammeln halt alles, was wir kriegen. So. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, Moment. Dahinter? Okay. Was haben wir hier? Ein Medipack? Das wollen wir doch. Eine Kiste? Aber da ist nichts drin. Schade. Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Brenne im Namen des Todes! Wow! Wow, der ärgert mich aber richtig, du. Wow! Eine Kraft. Ja, wollen wir doch mal schauen, was das für eine schöne Kraft ist. Kuss. Tja, man lebt nur einmal. Boah, recht hat er da recht. Lecker. Heftig. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Das war keine Kostprobe.
Okay, drücke rechte Maustaste, während du Teufelskuss ausgerüstet hast, um eine feurige Granate zu werfen. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste. Ah, oh, ganz schlecht, habt ihr das gerade alles gesehen, ja. Dumm gelaufen. Bummer ist stehen geblieben, gedrückt und lass die Taste dann wieder los, um eine Sprengfalle aufzustellen. Alles klar, okay. Tut mir leid dafür, dass wir jetzt kurz auf den Desktop gekommen sind. Aber da sieht man mal, dass alles live ist. Wie gesagt. Na gut. Egal. Weiter geht's. Ich beantworte es später nach dem Part. Schauen wir mal. Der Teufelkuss, der hat's ja in sich. Renne, renne, renne. Oh, macht der Fun. Okay, da haben wir wieder eine Kraft. Jetzt sammeln wir erstmal hier mal alles ein. So. Bei dem waren wir schon. Gott. Dann schauen wir doch mal, was das für eine Kraft ist. Nimm Salz. Ah, das ist nur Salz, okay. Jetzt haben wir es festgestellt. Also Salz brauchen wir, um unsere Energie wieder aufzutanken, dass wir unsere Kraft benutzen können. Und Gesundheit ist ja klar. Ah, da haben wir Brot, Apfel. Wir leben hier gesund. Und wir kriegen wieder Gesundheit dafür. Das macht sich schön. Superklasse. Ja gut, ein bisschen Wein muss dabei sein, das ist klar. So, dann schauen wir mal rein hinter dieser Tür, was da uns erwartet. Jawohl, Bereich verlassen. Da-dam. Aber bis jetzt muss ich sagen, es ist ein aufregendes Spiel und mir gefällt es richtig gut. Macht richtig Spaß. Jetzt kommt aber langsam die Action ins Spiel. Ist auch gut. Der Anfang war auch nicht schlecht, also hat echt viel Spaß gemacht und so. Dieses ruhige, aber Action ist immer noch besser. Wir wollen Action haben, wir wollen Spaß haben. Ganz klar. Wir haben Gesellschaft, kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Aperitif. Die zwei kennen wir doch irgendwo. Die zwei kennen wir. Ah, wir haben noch was festgestellt. Wenn wie? Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Okay. Schild Upgrade nehmen. Okay, dann probieren wir das doch mal aus. Was ist denn das? Okay. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Sehr gut erklärt, muss ich sagen. Ja, ich bin begeistert. Also sozusagen, wir haben jetzt dieses Getränk getrunken. Ich denke mal, das ist irgendein Schutzschild. So wie es aussieht. Hören wir uns doch mal an. Was die Person zu sagen hat. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Aha, sehr interessant. Für mich aber nicht wirklich.
So, weiter geht's. Blut in den Straßen. Und schlimmer noch ist die Beleidigung. Denn heute ist der Jahrestag unserer Trennung von dem Sodom. So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Cut. Hat mich natürlich wieder gefreut, dass ihr alle fleißig zugeguckt habt. Für die Neuen unter euch, die bei mir die Let's Plays angucken, ein herzlich willkommen bei mir. Und für die Alten, die es schon öfters angeguckt haben, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid, denn ihr seid der Grund, warum ich diese Sachen mache und warum ich meinen Spaß habe. Wenn ich mich mit diesem Skyhook da einhaken könnte. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie es weitergeht und wie wir hier weiterkommen. Aber der hat ja gerade schon mal was dazu gesagt. Wer aufgepasst hat, der weiß es ja. Also ich sag dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao und bye.